herzlich bei mir, der Sam Chemiker aus der Menschlichkeit. So, wir gehen uns ganz schnell chronologisch Woche 8 durch. Ja, ich weiß, es ist schon etwas länger her, wo ich das hätte machen sollen, aber ihr wisst, ich mach's trotzdem. So, wir haben, lade deine Schilder auf, das sind 500 Stück, besuche verschiedene Orte, also verschiedene Uhren, sorry, an der Stelle, eliminiere Gegner bei Snobby Shores oder Mega Mall, Schaden mit einem Sturmgewehr an Gegnern zufügen, 500 Stück, dann haben wir phasenweise, wo wir landen müssen, erzähle ich euch gleich auch. Dann haben wir benutze einen Gasier, eine Seilbahn und einen Ventilator in einem Match. Also läuft ja schon im Hintergrund, wie ich das gemacht habe. Auf ganz entspannt. Eliminiere außerhalb der genannten Orten. Wie gesagt, ihr macht es ganz einfach. Ihr geht einfach in Gruppenkeile und ladet immer eure Schilder auf, wenn ihr halt getroffen werdet. Geht relativ schnell, auf ganz entspannt. Dann gleichzeitig könnt ihr das mit dem Sturmgewehr machen. Auf ganz entspannt die 500 Hits Vorteil, also Schaden machen, ganz Zucker und halt das mit den Eliminieren außerhalb benannten Orten, also irgendwo, wo halt kein Name steht, dort müsst ihr halt Leute töten. Auf ganz easy. So, wir machen jetzt mit den Phasen, wer das glaube ich jetzt gerade Hintergrund läuft. Also die erste Phase, also wo ihr landen müsst, ist in Paradise Palms, die zweite ist dann Neo Tilted, die dritte ist Mega Mall, die vierte ist. Die vierte war Pleasant Park. Spasti. Pleasant Park und die vier letzte war Junk Junction. In Junk Junction hättet ihr auch gleichzeitig mit der Uhr machen können. Zumindest mit einer Uhr. Das sind zwei Blätter, aber eine zählt nur. Die ist stumm in der Nähe vom Eingang. Die zweite ist dann im Neo Tilted. Da hättet ihr, könntet ihr das auch machen, wenn ihr das möchtet. Das ist die digitale Uhr, die am Rand steht, wo die normale Big Ben Uhr damals stand. Und die vierte, also die dritte, nicht die vierte, die dritte, ist in der Wüste. Das ist die Sandro auf dem komischen Berg, die also aus Autos geformt worden ist, die Uhr. Da müsst ihr hin. So, in dieser Woche gibt es leider keinen Banner oder keinen Battle Pass Stern. Nein, in dieser Woche gibt es den Fortbyte. Ob ihr jetzt einen gewissen Gegenstand tragen müsst, müsst ihr halt nochmal einen Fortbyte, also auf der Seite nachgucken. Ich kann es jetzt schlecht jetzt nachkonstruieren, wenn ich das Ding schon habe. Tut mir leid an der Stelle. Aber ich zeige euch, wo das ist. Das ist ein Lucky Landing in dem Gebäude, wo die Tasse oben auf dem Dach ist. Ihr geht einfach unten rein, die Treppe hoch und im ersten Geschoss hinten in der Ecke, wo die Handel steht, seht ihr auch schon den Fortbyte. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Lasst euch nicht so tilten, wenn ihr Battle Royale spielt und macht übrigens sinnvoll, diese kleinen dreckigen Ficker.